Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um die Entfernung, und zwar die einfache Entfernung von Tapeten. Und wie das geht, sehen wir in einer neuen Folge von Jörg erklärt. Wir wollen heute in dieser Küche diese komplette Tapete entfernen. Und zwar ganz einfach. Und warum sage ich ganz einfach? Weil ich keinen Bock habe, mit diesen Spachteln hier stundenlang an dieser Tapete rumzuschaben. Und drum zeige ich euch, wie das ganz einfach geht. Das geht auf jeden Untergrund, den wir zur Verfügung haben, wo die Tapete klebt. In meinem Fall ist es Gipskartonplatten. Und da denken sich viele, Tapete ablösen, Gipskartonplatten, das ist immer Sackgang und das funktioniert nicht richtig. Dann bleibe ich immer an der Gipskartonplatte hängen und dann mache ich die Gipskartonplatte kaputt, etc. Das ist alles Quatsch. Wenn man das richtig macht, funktioniert das einwandfrei und wir können unsere Tapete fast im Ganzen abziehen. Als erstes müssen wir natürlich unsere Stromleitung, die wir hier haben, also bei mir ist das jetzt der Küchenbereich, auf jeden Fall Strom durchschalten. Also bitte zum Sicherungskasten gehen und Strom durchschalten. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass wir hier einen Stromschlag erleiden, nur weil wir hier nicht aufgepasst haben. Also bitte Sicherungskasten, Sicherung ausschalten und sicher gehen, dass keine Spannung anliegt, und nochmal nachprüfen. Grund der ganzen Geschichte ist, da wir hier mit Nässe, also mit Feuchtigkeit arbeiten, und wenn das einmal in eine Steckdose eindringt oder in ein Kabel oder etc., dann kann man einen elektrischen Schlag erleiden, und das wollen wir ja alle nicht. Zur Entfernung unserer Tapete ist Folgendes notwendig. Also ich zumindest handhabe es so. Mein erstes Utensil ist, was ich mir angeschafft habe, eine Stachelwalze. Das ist, finde ich, beste Teil, was momentan zur Tapetenlösung auf dem Markt ist. Also ich nehme das immer wieder. Das hatte ich schon mehrere Jahre auf dem Buckel und es funktioniert sagenhaft. Kann ich jedem nur empfehlen, der einfach sowas machen möchte und sich keine Arbeit machen möchte, groß. Diese Stachelwalze ist so ausgewählt, dass man die ausziehen kann. Das finde ich sehr schön, weil da muss man nicht immer auf die Leiter treten oder steigen. Sehr gut geeignet dafür. Und wo ihr so ein Teil beziehen könnt, lege ich nochmal einen Link unten in die Videobeschreibung. Als nächstes habe ich mir noch einen Schaber gekauft, einen Tapetenschaber ist das. Ist aus dem Profibereich, lege ich auch nochmal einen Link unten rein, wo ihr sowas beziehen könnt. Funktioniert für schwierige Stellen absolut spitze. Kann man die Klingen einfach aufdrehen, Klingen austauschen und sich neue Klingen einschrauben. Die Klingen halten manchmal Ewigkeiten, muss ich dazu sagen, und ist tausendmal besser wie so eine herkömmliche Spachtel, wo man sich fast ein Wolf immer spachtelt. Also bitte auf Profi-Geräte dann umsteigen. Diese kosten nicht viel Geld und ich muss sagen, einmal angeschafft und man hat die aber auch das ganze Leben. Das ist ganz wichtig, als wenn ich mich hier bei jedem mal vorrichten mit so einer übelst alten Spachtel hier irgendwie schünde und die Tapete hier nicht von der Wand geht und ich stundenlang daran verbringe. Also es geht auch einfacher. Als nächstes Utensil habe ich mir noch Tapetenentferner gekauft. Finde ich eine sehr nützliche Geschichte. Lege ich auch nochmal einen Link unten in die Videobeschreibung, wo ihr das beziehen könnt. Und da tut man ca. 100 bis 200 ml pro 10 Liter hinzufügen zu dem Wasser, was wir verwenden werden. Und jetzt kommen wir auch schon aufs Wasser zu sprechen. Zum Thema Wasser. Ich möchte hier in meiner Küche keine Wasserspiele veranstalten. Also von wegen Wassereimer und große Bürste alles einbürsten oder so. Das war alles gestern. Heute wird das anders gemacht. Und zwar habe ich mir hier ein Spritzgerät bestellt. Würde ich auch nochmal einen Link unten in die Videobeschreibung reinlegen, wo ihr das beziehen könnt. Ist fantastisch. Kann man auch im Garten verwenden oder für andere Sachen. Also ich benutze das für viele Sachen. In dieses Teil habe ich jetzt hier knapp 10 Liter Wasser, warmes, sehr warmes Wasser eingefüllt und dazu meinen Tapetenablöser schon hinzugemischt. Würde ich jetzt nochmal etwas vermixen, also etwas
schütteln die ganze Geschichte. Da pumpen wir jetzt einmal das Pumpgerät auf. Bedarf ein paar Hüben, dass wir ordentlich Druck drauf kriegen. Das ist ganz wichtig. Und dann können wir das hier einhaken. Und diese Arbeiten, die ich ja heute hier beschreibe, sind kinderleicht auszuführen. Also von jeder Mann und jeder Frau. So, als erstes würde ich jetzt erstmal meine Walze ordentlich ausfahren und diese meine Tapete jetzt hier anigeln. Das geht ziemlich gut, indem man das Tapetenwalze oder wie sie heißt, ordentlich nimmt, an die Wand andrückt und dann ganz normal hier hochfährt und noch einmal herunter. Und das machen wir im Abstand die ganze Wand. Grund dieser Geschichte ist, warum wir das mit so einer Walze machen. Die ist sauscharf, das ist vergleichbar mit solchen Gegenständen, die sich früher im Mittelalter, wo sie gekämpft haben, diese Spitzen hier, diese komischen, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, aber wo man, also wenn man, da muss man wirklich aufpassen, das ist total, das tut übelst weh, also übelst scharf und sehr gut. Damit tun wir jetzt ganz kleine Löcher in unsere Tapete reinmachen und dadurch kann unser Tapetenablöser hier gezielt in die Tapete dahinter eindringen und die Tapete von der Wand lösen. Also, dass wir dann ein spielendes Ergebnis haben, also die Tapete abziehen können nur noch. So, jetzt mache ich das mal hier. So, jetzt haben wir unsere Wand abgeigelt und als nächstes werden wir jetzt einfach unsere Tapete einsprühen mit unserem Sprüher. Sprühen wir jetzt einfach unser Wasser hier auf und Tapetenablöser. Nicht zu nass. So handhabe ich das immer. Also weniger ist hier mehr. Nicht, dass das ganze Wasser dann hier runterläuft, das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja, dass das Wasser auf der Tapete bleibt und dort zu wirken beginnt. So, jetzt sprühen wir das ein. Das geht wunderbar mit so einem Sprühgerät. Und tun es zwischendurch, wenn die Tapete die Feuchtigkeit jetzt aufsaugt, nochmal zwischendurch einen kleinen Sprühvorgang machen und lassen das Ganze jetzt mindestens eine Viertel oder eine halbe Stunde einwirken. Also bitte etwas Zeit, aber dafür wird es halt einfach. So, jetzt hat uns die Tapete eingewirkt. Also ich habe das eine halbe Stunde drauf gelassen, nochmal nachgesprüht zweimal. Und da schauen wir mal, ob die Tapete jetzt schon abgeht. Und was sehen wir hier? Wir können die Tapete im ganzen Stücken hier von der Wand abziehen. Wunderbar, wie ich das angekündigt hatte. Einwandfrei. Also besser geht es fast nicht. Wie ich immer gerne zu sagen pflege, sensationell. Habe ich fast gar nicht auf die Leiter zu steigen hier. Also sie geht wirklich fast von der Leine runter. Ich hebe bloß noch die Tapete an mit meinem Schaber. Und noch kleine Fehlstücken jetzt hier rüber zu schieben. Es ist gerade ein sehr gutes Ergebnis, was auf Gipskarton auch sehr gut funktioniert, weil wir erhalten eine wunderschöne Oberfläche. Wir schrauben uns keine Kanten hier herein und können im Anschluss daran, wenn wir die Löcher ausgespachtelt haben oder mit Gips gefüllt haben, im Anschluss danach sofort, nach der Trocknung, dann sofort hier wieder tapezieren. Also wir haben einen allglatten Untergrund. Also ich bin sehr zufrieden und wir können hier Riesenstücke abziehen und damit machen wir ordentlich Meter,
Also kein stundenlanges Rumgespachtel hier mit so einer alten Spachtel an der Wand. Das geht wunderbar mit so schönen Hilfsmitteln. Und man tapeziert ja eigentlich im Leben nicht nur einmal. Das kommt ja immer wieder vor, dass man mal tapeziert. Und drum habe ich mir auch diese Sachen angeschafft. Auch mit diesem Schaber, das geht wunderbar, da der eine sehr spitze Klinge hat. Nimmt er jedes kleine Teil auch auf. Und ihr seht selber wunderbar, wie das hier abgeht. Damit kann man Räume abmachen in der kürzesten Zeit. Hätte man sich früher nicht vorgestellt, dass sowas möglich ist. Aber mit den richtigen Werkzeugen und Utensilien ist eben sowas auch möglich. Und von daher denke ich, ist das eine gute Sache. So, wie ihr gesehen habt, kann man in der kurzen Zeit eine riesengroße Wand an Tapete lösen. Ich denke, das ist ein super Ergebnis und hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Produkte habe ich unten nochmal alle verlinkt. Könnt ihr nochmal reinschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Jörg.